Ich glaube, ich bin noch 14 Tage. Vielen Dank. Einfach. Herzlichen Dank. Und willkommen. Signor Vicente Borghello Cartona, in cooperazione con l'Istituto Italiano Modello Cartone, quadratico, pratico, also quadratisch praktisch gut, die Schuhe schützen vor, kann man auch sein Glatteis gut zurechnen und kann in den unglücklich geschnittenen Straßenbahnen und Bussen hier in Leipzig sich weitreichend aufschaffen, das darf nicht viel bringen. So, Herr Chirurg, und jetzt mal Brust rein, Kreuz aus, mit vollem Gewissen, es war eine 24-Stunden-Geschichte, mit Elisabeth kann aus dem Kreuz gehen, das gewinnende Lächeln. Und wenn der Peter noch so... Ja, es glitzert, aber es ist nicht Silber. Aber Gold nehmen wir auf, 8,75 auf dem Laufsteg, Mokrafix, die letzte in deutsch-türkischer Zusammenarbeit. Der erstmal der Körper und andere Weitreifen verhüllt. Ich hätte gesagt, das ist natürlich das Beste für die Sonne, die von oben prasselt, aber wir haben einen Dominik. Aus Pharao Rundgriffe 4000 Jahre Modegeschichte auf dem Laufsteg. Hier ist Priester, Pharao und Fächermeter. Das Ganze in der Melinda-Kollektion bunt gemischt, einfach Blitze aussenden. Da waren wir dann also etwas da. Wieder Hatschepsut, eine Frau auf dem Pharaonenthron. Ein Gewand ganz normal. Gelb, ein Stürtel in Silber und Gold, die Spiegelfliesen eingearbeitet und die Augenblick des Fuß gegeben. Eine kleine Einführung, meine Damen, wenn ihr heute Abend die Hütte aufziehen, sollen Sie die Kopfbedeckung nicht tragen. Heck- und Ajax-Kampf um Troja, die Griechen aus dem kleinasiatischen Kulturkreis. Einmal im Achtung, Gebieten in Rot, soll ja durchaus auch Fußballvereine geben, die Rot tragen. Schreiber wird es mit den Gladiatoren aus dem alten Rom, Sandalenfänger sind gefragt, längst sind sie wieder unterwegs, die Helden, heute heißen sie Superman, hießen sie wohl auch wandlos, etwas weniger fliegend unterwegs. Der große Einzug in die Arena, ins Kolosseum, da kann das nicht mal einfach kommen, da möchte ich mit zwei unterwegs sein. Hier sind sie, die Gladiatoren aus dem alten Rom, gedeckte Farben für die Männer. Unsere Amazone, das ist die Dame, die den Speer schmeißt. Nee, das ist die falsche Musik. Wir nehmen dann nochmal die 8, denn die nächste Musik geht, passt dann erst zu dir. Als nächstes Schiffer Japan. Grüße von der Seidenstraße, Grüße aus Fernost. Das feinige Spitz der Seide, Rauch, ersetzt durch ein Strapazierfries, Baumwollkunstseide, Tuchbild. Weitere Kostüme in Polen und alle führenden Handelshochspezialisten. Ideale Kleidung für die masurischen Seen, für den südlichen See, müsse Seen gesprochen haben, Sindbad, Seefahrer, Sindbad, El Navigante. Was könnt ihr uns nicht alles erzählen? Die blaue Unterhose, die Weste, die Kappe auf dem Kopf, die habe ich gerufen. Das ist Sindbad, der Seefahrer, auf allen sieben Meeren ist er zu Hause. Wünschen allzeit eine Handreich. So der Inka, der Pinker, Lateinamerika, ein Kontinent, der sich jetzt wieder ein bisschen aufrappelt. Die Pinke gehen stolz. Legen Sie den Koffer ganz oben, die Körner wollen es dann eh sehen, wenn es so geht. Sicherheitsgeräte läuft. Ja, und wer dann sagt, na, jetzt habe ich wirklich alles auf dieser Welt gesehen,
Tage laufen und ich stehe zwischen Mauern, auch schon dreimal am Wochenende. Hier ist Star Trek, unser Modell für Ihr Weltraumabenteuer. Jetzt kommt nämlich der Walkürenritt, die Wagnerstadt Leipzig grüßt. Da gibt es nie gelungen, es gerade durch, brauchen Sie nicht gucken. Was gibt es? Jumo, Lusko, Zaria, Paris, Gordonov. So muss ich das ja über Kopf, Kaffier. Das sind nicht nur 180 Kaffeetüten auf den Laufweg, sondern das sind sogar 24 Jahre Kaffeetüten-Modenschau. Denn dieses Kostüm gehörte zu den, oder es ist das alte Kopf-Kostüm. Wer das Buch kauft, 25 Jahre Straßenfest am Konnigutzer Kreuz, darüber kann Sie mal den Kreml besuchen, ziehen Sie das an. Ich denke, Sie haben Eintritt frei. Bin ich ganz sicher. Wir kommen zu tragbarer Damenbekleidung. Sonnentop. Unser Modell für die kommende Saison. Sonnentop. Kurzer Rock. Das ist doch eine extravagante Pille. Und das Gültige ist natürlich auch schon fürs Mädchen dabei. Für die Hunde-Rückschaukel. Für die. Das sehen wir so unser nächstes Kostüm. Entscheid für den Abend. Eigentlich einfallslos wie Zuschnitt. Ja, die Stoffbahn ausgerollt, Schere hoch, 2 Meter hoch. Eigentlich für den Abend, wo die Dame noch nicht weiß, wie er ausgeht. Unser Gruppenkleid bietet Ihnen für Romanz. Gemäße Outfit hier auf dem Catwalk, unser Cocktailkleid, vraiment extraordinaire, würden die Franzosen sagen. Das ist wieder ein Kleid mit dem Silberpack zum Fest, silberne Schuhe und ein silbernes Kleid in einem Zugstrahlen. Ja, außergewöhnlich. Die spanische Nacht ist das Kleid für den Abend, an dem Sie tanzen gehen möchten. Da sind Sie dann unterwegs mit diesen. Mit den dunklen Armen entsprechend Kleid in tiefer Farbigkeit, dunkel, zurückhaltend, blau und wir kommen, da freuen wir uns auf Frühling. Nehmeno saluta che vuole vestire l'uomo la primavera, stravagante capelluto da fatolaggio e spessa mezzo zitalienische Fantasie, dieses Kostüm, die Ankerschmiede in seinen Augen. La Primavera, der Frühling. Ladies and gentlemen, heads on again. Zur Rückführung ist es morgen für Stanzen von Arzten. Wenn Sie nach Arzten gehen, meine Damen, machen Sie es noch, bevor die Pinnen aus der EU aussteigen. Dann bauen Sie sich die Zell- und Grenzformalitäten. Gucken Sie einfach beim Pferderennen. Das ist Ihr Kostüm. Viel Zeug, extravagant. Dann kannst du mit deinem Augenzwinkern und zu. Dann mögen Sie. Die nordeuropäischen Länder, dann kommen Sie einfach nach Stockholm aus dem Nebel 3 Kronen, präsentieren wir Ihnen Stockholm. Unser Kostüm für die Hauptstadt, deswegen einen Ring aus der Schmuckkollektion, das ist Stockholm, einfach Mut zur Mode. Vielleicht aber mögen Sie Buenos Aires, diese Stadt am Rio de la Plata, eindrücklich, wenn man mal dort war, als Paris, Lateinamerikas. Auf der Plaza de Diego unter Tempo müssten Sie gewesen sein, sonnenbeschienen. Schuhe frei, Armtasche, ein Hut. Ach ja, man könnte gleich ins Flugzeug steigen. Rennaporté, da geht's auf die WC. Paris, grüßt uns. Retterporté, directement, bereit zum Tragen heißt ja, Retterporté fertig. Und hier ist unser Modell für Ihren Aufenthalt in der Stadt an der Seine, sanft gleitet, das verraten, nicht zu tief in die Augen blicken lassen. Schauen wir mal die Augen klein, das machen wir mal schön schwer, wenn die Flasche Shampoos auf dem Tisch steht. Das war die romantische Abendkleidung, erstmal aus der Damenkollektion, wir kommen jetzt zu. Praktischer Arbeitsbekleidung. Denn längst haben Sie erfahren, wir sind in einer Verdachtsrundenschau gelandet. Unser Bauchmann-Kostüm im deutlichen Orange gehalten, das Ganze.
17 din Polonia. Ja mi ja moje gwizdy, ale nie kredy, zabiję już na tamtej stronie. Unser Boxer hier schon mal den Weltmeisterschaftsgürtel vorbereitet. Da müssen Sie. Und jetzt kommen wir zum Abschluss nach Olympia. Ist ja die Olympische Idee wieder begründet worden, 1896. Müller auf ewig und immer bleiben, denn das Rezept ist verloren gegangen und wird den Zaubertrank. Also der Olympionik ist unglaublich nach wie vor. Hat uns Infix mitgebracht, Lupin freundlich und interessiert. Unglaublich natürlich in französischer Manier, in Farben der Figuren gehalten, in blau-weißer Rot. Also vier von vier Stimmen haben gesagt, das Essen wäre lecker, wir haben eine gute Auswahl, das hätte toll. Deshalb ist es Zeit für Diät. Die Burg Miltenstein steht heute. Herzliche Grüße aus Leisnig, die Burg Miltenstein im Frühlingsblütenland. Recht unscheinbar, unser kleines Prinzessinnenband auf dem Laufsteg. So, jetzt müssen wir selber mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen Alex mal auf. Ja, da muss man ein bisschen zirkeln, wenn der Lauf nicht so schmal ist. Ich habe mir das genau angeguckt, in Cannes ist der rote Teppich zum Filmfest nur wirklich breiter. Da wird es besser für uns. Da haben wir 10 Modelle hier vorbereitet, die Sie mit nach Hause nehmen können. Können Sie dann Ihren Freunden, Verwandten, den Arbeitskollegen, Kollegen morgen zeigen, was Sie heute hier gesehen haben. Das ist immer ganz gut. Wenn man da auf dem Bild sein kann, wird es ein Straßenfest hier. Das hier mit Rosette, die Ludwig Kurz-Katzes, wie Sie immer heißen mögen, das große Zeichen, also das höfliche Barock-Bildung der Kunst. Verdammt nochmal nur, verspüren Sie hier den Bronze und Adrett einer großen Periode. Auch ein kleines, zurückhaltendes, schüchternes Kleid für den romantischen Abend. Dann will er dann so auftrumpfen, ne? In Rot. In Russland. Und da braucht man natürlich Michail Ivanovich Glinka, den Schlussturm aus Ivan Susan in einer riesig großartigen Volksturm 1836 in St. Petersburg aufgeführt. Das sind festliche Herren, Kostüme und breiten Kramatemonien. Ringen an den Händen und das haben wir geschafft, auch schon mal. Liebe Damen, wer sich mal mit Vulkanismus beschäftigt hat oder beschäftigen möchte, dann wäre das Ihr Kostüm. Die Königin Kaffee-Wirkung auf dem 25. Straßenfest im Silberglanz die Kostüme zur Farbenbogen.